was haben wir hier denn? Brecheisen. Walkie-Talkies. Aber alles dreimal oder wie? Ich hab gar nichts bisher. Aua. What the fuck? Hallo. Okay, was haben wir denn hier? Eine Brechstange habe ich jetzt hier. Und wahrscheinlich einen Walkie-Talkie, um Fernkommunikation. Ein Heckgerät ist das. Könnt hier. Ihr die Taschen da oben mitnehmen? Nee, ne? Nee. 45.000 und eine Krone. Let's go. Also ich habe nur ein Heckgerät. Wie benutze ich das? Ihr müsst Enter drücken. Easy. Okay. Man kann sich gegenseitig bestehlen. Ist ja toll. Echt? Ja, ich denke, wir sollten einfach zusammenarbeiten, oder? Ja. Da sind Laser. Ach, Digga, du Hund. Schlüssel brauchen wir dafür? Hallo. Cool. Okay, Game durchgespielt. Warte, wo... Ich habe auf jeden Fall den Schlüssel für die Tür da. Ja, wir brauchen den Schlüssel. Ja, Alex, dann mach mal. Warte. Kann ich euch den zuwerfen? Kann ich Sachen werfen? Keine Ahnung. Da, der ist hinter euch. Nee, an dem Teppich. Könnt ihr mir sagen, wo ich hier hinkomme? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ihr müsst das von der anderen Seite für mich aufmachen. Ah, merci. Mann, Danny. Ich glaube, wir sollten nicht aufgedeckt werden, oder? Ich weiß nicht, irgendwas hat hier gerade geweint. Ja, das habe ich auch schon gehört. Irgendwas hat so rumgejammert. Mein Inventar ist voll. Einfach alles looten? Ach, mein Inventar ist voll. Ich glaube, wir müssen das irgendwie... Wo muss das denn hin? Hier, die Beutetasche. Oh, was macht ihr? Warum schmeißt ihr das alles weg hier? Ich hab nichts weggeschmissen, ich hab das alles da reingepackt. Achso, die Bücher hier, die wurden weggeschmissen. Ich hab Rechtsklick für fallen lassen gemacht. Oh Mann. Sind die Bücher denn was wert? $40, weiß ich nicht. Ja, erstmal gucken, was wir finden und erstmal drin lassen. Kannst du ja mal. Das ist angegangen hier. Ja, das ist doch alles Geld wert. Lass das. Halt die Königskrone noch finden, ne? Haben wir schon genug Geld? Mit 36,5. Ja, fast halt, aber... Warum ist das da hinten rot? Digga. Sicherheitsautomat. Alter. Nötige Hacking-Gerät. Hat nicht einer von euch das Hacking-Gerät? Ich hab das, ja. Ja, dann nimm mal an den Tresor da. Aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Hier liegt auch ein Hacking-Gerät auf der anderen Seite. Wo weiß ich denn? Warten auf Teammitglied. Ich muss einen Code eingeben. Okay. Ja, okay. Was machst du denn da? Man muss... Irgendjemand muss mir sagen, was ich drücken muss anscheinend. Okay, warte, wir machen... Woher weiß ich das denn? Warte, machen wir nochmal. Geh mal dran.
Runter? Ja. Du musst mir sagen, glaube ich. Ja. Nee, sehe ich nicht. Ach so, du musst es eingeben. Ah, verstanden. Ja. Zeit abgelaufen. Was macht ihr denn gerade, hä? Oh, jetzt nochmal. Upsala. Ja. Jetzt hey, hoch. Hoch. Links, rechts. Wo habt ihr das denn gerade gesehen? Da am Tresor. Wenn du da mit dem Hacking-Gerät rangegangen bist mit Linksklick. Einer macht quasi mit Rechtsklick, geht er ran und muss es eingeben und der andere muss die da durchgeben, was er eingeben muss. Wie kommen wir denn sonst wo noch hin? Ja, wahrscheinlich hier durch, ne? Hier kannst du ja anheben. Warum schmeißt du mal Sachen weg? Ja, weil ich immer Rechtsklick machen will, wie in jedem anderen Scheißspiel auch. Geld reicht nicht. Schmeiß mal die Bücher raus, ja. Jetzt geldtechnisch haben wir, wobei nicht ganz. Weil wir müssen noch die Königs-Dings haben. Ja, die kann sie auch zur Not im Inventar haben, oder? Wahrscheinlich. Und wie kann. Halte ich das jetzt auf für euch, oder was? Ah ja. Jetzt passiert hier so ein Jumpscare mit dem Fenster, Alter. Kannst du mir nicht anders erzählen. Da hinten ist das Licht angegangen. Wo ist da hinten? Da an dem Gang. Auf also hier hinter. Wir müssen hier rein. Warte mal, das sieht hier alles noch. Alter. Meins. Noch voll die Ketten und so. War auch jetzt doch mal gerade 8800. Warte auf Teammitglied. Okay. Links, rechts, hoch, rechts. Eine Pistole. Habt ihr die Tür zugemacht? Nee. Warum gibt's diesen Tipp? Guck mal, da ist ein Geist oder ne? So. Aufgelegt. Das war mir zu pervert. Hier ist eine Knarre. Ich hab eine Sicherung. Hier ist noch ein Safe. Warte auf Teammitglied. Links, rechts, links.
Kette war da noch drin. Digga, okay. Schmettert halt die Türen, Junge, ey. Hat noch einer Platz für die Knarre da? Von der Theorie her, aber ich will nicht schießen. Hey. Also, die Sache ist, ich habe einmal eine Kamera. Da steht bei, wenn du dich nicht, wenn du dir nicht sicher bist, mach ein Foto. Einige Monster mögen keine Kameras. Okay. Und dann habe ich eine Sicherung. Ja, wir müssen ja auch noch den Gang weiter runter. Das ist eine Dartpistole. Okay. There's no escape. Warum hört die sich einfach an wie bei Left 4 Dead, Alter? Die Witch. Mhm. Ne, die Witch macht doch. Ah, hier, guck mal, hier ist der Sicherungskasten. Electric A. Haben wir denn eine Map? Ne. Ja. Am Anfang war eine Map. Ja, dann müssen wir nochmal zum Anfang rüber, oder? Gucken, wo wir genau hin müssen. Oder wollen wir einfach weitergehen? Genau, ruhig weitergehen. Was ist da oben irgendwie? Hast du versucht aufzumachen? Ja. Ja, die ist aber auch stabil dick, die Tür, ne? So eine Sicherheitstür. Ja, chill. Wie das Bild wackelt, wenn du da klopfst einfach. Ich hab nicht geklopft, da hat... Warum geht die Tür auf? Wieso? Finde ich persönlich doof. Hier war doch der Schlüssel an der einen Statue. Ja, aber da ist noch Laser. Sollen wir erstmal außen rum? Hier ist der Gang zum zum Ich habe ja noch Sachen, die wirklich Geld wert sind. Deswegen schmeiße ich das mal raus. Ja, ich habe auch noch so ein, zwei Sachen. Ich schau mal. Das kann weg. Dafür habe ich das hier. Geil. Guck mal, schon viel mehr Geld jetzt. Was ist das? 280 habe ich hier noch was. Das ist weniger wert. Dann kommt das rein. Ich habe auch noch 300 hier. Da ist nochmal was 100er, das werfen wir weg. Das auch. Okay. Hier lag jetzt einfach eine Statue für 900. Warum haben wir die weggeworfen? Die hast du gerade rausgeschmissen. Ich glaube, ich habe sie rausgeschmissen, weil meine Sache einfach irgendwie 4.400 gebracht hat. Ja, fliegt das halt weg. Was haben wir, sonst noch? Da kommt das weg und das kommt rein. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt da durch die Laser tanzen, wa?
Kann man auf der Kamera vielleicht sehen, wo vielleicht bei den Lasern eine Lücke ist oder so? Hätte man darauf achten können sollen? Weil in der Kamera siehst du ja den Laser. Ah ja. Ja, ja, siehst du. Na, das heißt, einer muss ja eh hier bleiben, was ich gerne mache. Okay, ich bin hier. Nee, ich steuere hier. Ich steuere. Ich steuere. Da, guck doch einfach von der Seite aus runter ducken. Meine Güte. So. warte. Hört ihr mich übers Mikrofon? Hört ihr mich übers Mikrofon? Wir hören dich über das Walkie-Talkie. Okay, perfekt. Vor dir ist alles zu. Vor dir bei den Lasern ist alles zu. Ja, da könnte rum. Rechts die Laser sind alle zu. Ein weiter ist nur ein Laser. Da musst du geduckt durchgehen. Warte. Ich muss den Winkel kriegen. Zwischen den Statuen kannst du durch. Da steht was. Du. Da stand ein Vieh. Digga, da stand ein Vieh, das hat uns angeguckt. Cool. wo musst du denn Digga, jetzt... Digga, das kam... Och, junge Noten, Alter. Keine Ahnung, ich kann jetzt hier lang gehen. Genau, und dann links, da unter den kannst du her, ja? Kann ich hier lang gehen... Dann rechts bei denen, ja? Genau. Oh mein Gott, es kommt wieder, es kommt wieder. Hier stand doch was, oder denn nicht? Digga, siehst du das Vieh nicht zwischendurch da an der Tür? Oh mein Gott. Und jetzt könntest du den Schlüssel nehmen. Und jetzt könnt ihr wahrscheinlich durch die anderen Türen wieder raus. Oder so. Oh mein Gott. Wo müssen wir jetzt raus? Könnt ihr nicht durch die Türen wieder raus? Digga, warte mal. Ich sind hier auch direkt neben dem, wo es rumheult. Naja, ich würde da ungern rein. Oh mein Gott. Bei mir ist was an der Tür, glaube ich. Ja, das ist ein großes Schattenvieh, was sich anguckt und dann erstmal wieder verschwindet. Ich weiß nicht, wie häufig man das mitmachen kann, bevor es einen umbringt. Hier klopft einer an die Tür. Ging die Tür auf? Ne, da hat nur einer geklopft. Und für was habe ich jetzt den Schlüssel? Wahrscheinlich für das Direktorbüro. Ey, hier gehen überall Lichter aus, hier gehen überall Lichter kaputt. Komm zurück. Ich glaube, der mag kein Licht. Das kann sein. Und der macht jetzt gerade alle Lichter kaputt. Da, er kommt wieder. Der ist hier irgendwo stehen geblieben. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Digga! What the fuck? Die ist auf dem Klo! Die ist hart am Scheißen. Digga. Kann das die ist auf dem Klo, safe. Die fängt auf einmal voll an zu brüllen, wo ich da in der Nähe war. Ja, und hat jetzt aufgehört, das ist viel ungeiler. Das heißt, wenn wir jetzt da nochmal hingehen, sind wir dead. Ja, wollen wir jetzt da hinten nochmal lang, aber da könnte der Wichser dann stehen. Ja, ja.
Können wir hier einfach. Oder, shoppen wir uns ab, indem ich den Lever ziehe, den Hebel. Boah, es gehen immer mehr Lampen kaputt. Mein Mikrofon ist die ganze Zeit am Rauschen. Deins rauscht bei mir die ganze Zeit, ja. Was machen wir jetzt? Was ist der Plan? Wenn wir zurück, wo wir herkommen, oder beim Scheißhaus raus? Die Sache ist, ich habe so eine Fotokamera und hier steht Monster. Es gibt Monster, die haben Angst. Oder die mögen Kamera. Er kommt wieder, da hinten ist er. Der ist jetzt in der Mitte. Jawoll! Alter, der hätte dich jetzt fast geschnetzt. Aber richtig. Der, also ich, eigentlich bin ich der Meinung, ich war gerade tot. Ja, aber ich habe ein Foto gemacht und er ist ja geplatzt. Sollen wir jetzt da vorne raus? Ja, wir müssen die Laser halt dodgen, ne? Aber man sieht das sehr gut. Nee, dann geht doch Alarm los und dann gibt es jetzt Bescheid. Den linken durch? Dadurch, ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das denn? Hi. Ich glaube, wir müssen jetzt geradeaus links in das Büro des Direktors. Haben wir nicht die scheiß Krone? Nee, wir haben nur einen Schlüssel, um wahrscheinlich dahin zu kommen. Na dann, Heppa. Wer hat die Kamera? Ich hab die Kamera. Ich weiß nicht, wie viele Schuss ich noch davon hab. Oh, das steht nirgendwo. Ich weiß auch nicht, wie viel Schuss ich noch hab mit dem Dart-Ding. Ich hab gerade einmal drauf geschossen, das verlangsamt das Vieh. Okay, wir müssen gucken. Aber hält es nicht auf. Geradeaus durch ist der Director-Room. Kein Schlüssel. Perfekt. Okay. Yes. Eine Sicherung habe ich noch aufgehoben. Ich bin am Hack-Terminal. Also einer muss mit mir das machen, eben. Alter, das Nilpferd ist einfach 6000 wert. Unten, links, rechts. Links, rechts. Man wird halt auch immer schwerer, umso mehr man mit hat, ne? Umso lauter ist man und umso... Das weiß ich nicht. Okay, was hat uns das jetzt gebracht? Eine Sicherung, ne? Und hier ist noch ein Schlüssel. Ja, und wertvoller Stein habe ich noch bekommen. Schlüsselausgang habe ich gerade bekommen. Ja, okay, der Ausgang, die Tür, da sind wir auch dran vorbeigegangen. Aber wir bräuchten halt noch die Krone. But where is the crown? War die in der Mitte, war die nirgends, ne? Die Krone. Ich bin der Meinung, in der Mitte war keine Krone. Ja, dann lass mal hier geradeaus durchgehen, oder? Gucken, ob da noch ein... Ja. Was ist. Ah, hier ist Ausgang. Hier ist Ausgang. Aber hier ist Escape dann, oder was? Hier hauen wir richtig ab dann aus. Ah! Oh, schrei doch nicht! Ich habe ihn einfach gedrückt! Genau, hier gehen wir zum Lieferwagen. Hier kommen wir halt raus. Ja, aber ist das... Hier das... Ich höre ihn noch wieder. Hier das... Knopf drücken wir da? Hier kann man die Sicherung. Ich hab die Sicherung rausgenommen. Ich hab eine. Ich hab auch eine. Ja, aber also ich hab auch eine, aber. Hier hab ich eine reingemacht.
Eine fehlt. Wir noch. Safe in der Mitte irgendwo, oder? Oder hier in dem Safe? Komm, ich mach und Danny und du mit der Kamera secures. Ja. Mach. Rechts, oben, unten. Links, oben. Bitte lass da eine Sicherung drin sein. Fuck. Oh, Junge, ey. Alter. Okay, ich hab keine Dartpfeile mehr, scheiße, weil ich wieder geschossen habe. Ich bin so erschrocken. Ja, du schreist und ich hab einfach gedrückt und dann hab ich einen halt voll daneben geböllert. Der kommt jetzt leider ein bisschen sehr oft. Wir bräuchten mal eine Sicherung. Wartung, Tresor. Oh, oh. Ich hör den schon wieder. Da ist er. Ich hab kein Licht mehr. Woher weiß ich, dass das jetzt leer ist? Weiß ich nicht. Hier ist Wartung. Na, komm mal her. Geh mal hoch da. Komm hier rein. Komm rein. Ja. Was ist da drüben, Nick? Ich weiß nicht, ich kann hier durchklettern oder krabbeln. So auch, Danny? Wofür ist das? Also hier mit dem Schacht kommt man nur zum Spawn. Ah. Warte mal, hier ist noch ein anderer Raum. Wir brauchen halt noch eine Sicherung. Das ist ein Safe-Raum. Kommt ihr hier rüber? Kommt zu mir, hört ihr mich? Ja. Aus eurem Raum einmal raus und dann rechts. Oh fuck, das Vieh kommt. Nick? Das Viech ist hier. Okay. Ich glaube, wir dürfen dann auch keine Taschenlampe oder reden. Ich glaube, das muss. Reagiert ja darauf. Also, hier ist halt ein Schalter, der als Timer dient. Du hast doch gerade eben auch einen Knopf gedrückt, der bei ein Timer war, oder nicht? Ja. Aber ich chill gerade unterm Tisch. Ich drück den Knopf. Ich auch. Und jetzt? Keine Ahnung, was jetzt. Das Viech! Oh mein Gott! Wo kommt das denn her? Ist einfach da gespawnt. Heb ihn auf. What the fuck? Okay. Ich hab einen Schlüssel bekommen. Was für ein Schlüssel? Einfach normaler Schlüssel, entriegelt Türen. Man kann es wahrscheinlich irgendwelche Türen. Mach mal die Tür gegenüber auf. Wahrscheinlich ist es die letzte Sicherung, muss ja irgendwo sein noch. Hier kann man nochmal hacken. Ja. Achtung, der ist da! Ich opfer mich. Gib mich auf. Der verschwindet dann, ja. Ja. Okay, Mach hier die Tür zu. Okay, einer mit ran. Ja. Links, oben, links. Oben, links, ja. Und eine Sicherung? Nein.
Ich glaube, wir müssen nochmal in die Mitte gucken. Irgendwo, oder? Tja. Let's go. Kannst du kann gegenüber sein, die das Licht, kannst du die Tür aufmachen jetzt? Das Licht damit angemacht wird. Das heißt, das Licht wird damit angemacht. Hier, die Tür hier? Das gibt's doch nicht. Mach mal. Man kann doch nichts gegen den machen, den Affen. Mach mal hier die Tür auf. Kannst du die aufmachen? Warte, ich nehme den Schlüssel in der Hand. Oh. Nee. Die hier. Ja. Genau, hier war das Mädel drin. Was war hier drin? Das Mädel. Hier hat's geweint, ja. Nein, oh scheiße. Hier kann man nochmal durchklettern. Einer hoch, komm. Okay. Ich bin im Kontrollraum. Ah. Unser Problem ist, wir brauchen noch eine Sicherung, ne? Hier liegt auch noch eine Brechstange. Was habe ich gemacht? Wo seid ihr denn jetzt? Ach, du hast da das Tor aufgemacht. Wo? Hier vorne auf der rechten Seite. Nun, soll ich vom Kontrollraum auskommen oder wieder von hinten? Ja, wir können zu dir kommen. Warte. Scheißen wir auf die Alarme? Anscheinend okay. Ja. Wir brauchen halt noch. Irgendwo brauchen wir halt noch eine Sicherung her. Eine Sicherung noch. Ich guck mal eben die Kameras noch mal durch. Vielleicht hab ich was übersehen. So, sehe ich hier irgendwas? Nein, sehe ich. Genau, hier waren wir vorhin drin. Hier fehlt die eine Sicherung. Hier waren wir auch drin. Müssen wir die eine. Gibt es vielleicht nur drei Stück und wir müssen die eine aus der Wartungsraum in die Tresor stecken? Oh, ja, lass probieren. Nochmal, da, wo? Das ist ein guter Call. Komm mit. Lass mal nichts. Lass mal. Ich meine, das Viech ist ja nicht gefährlich. Das killt einen und den heben wir wieder auf. Ja. Wo war das nochmal hier, ne? Hier, ja, das ist ein guter. Das ist ein guter Call, Alter, ja. Wo ist die Sicherung da? Very good. So, jetzt so muss jetzt ja der Tresor auf sein irgendwo. Ja. Nur wo ist der Tresor? Da waren wir doch schon mal. Der ist glaube ich hinten durch. Hier? Nein, das ist Wartung. Was ist der Raum? Was da vorne ist doch. Es gab doch noch hier hinten eine Möglichkeit. Hier rum, hier rum, hier rum. Und dann rechts, glaube ich. Oh Gott! Ah, hier ist der Tresor rechts von uns. Aber der. Ja, schließ den Terrors und Tresorraum gemeinsam auf, denn die ist alleine drin. Ja, und ich sterbe. Alter. Tja.
Ja. Fuck. Close. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free.